Nun habe ich mal heute eine Frage. Wer darf denn heute zu Gott gehen? Nur die Geimpften. Es scheint so. Wer darf zu dem kommen, wo sich eigentlich nennt, er sei der Stellvertreter Gottes, nur wenn er geimpft ist? Wer befiehlt heute in der Kirche? Nicht mehr der hohe Priester, der Bischof, sondern die Politik. Und das sind meistens ein Großteil. Das sind Ehebrecher, zwei, dreimal sogar. Und. Die haben heute in der Kirche den zu sagen, wer zu Gott darf und wer nicht. Habt ihr geglaubt, dass als die Aussätzigen zum Heiland kamen, Petrus oder die so gemacht haben? Ja, im Moment waren sie schon schockiert. Aber dann haben sie ja gesehen, was Gott fertig bringt, der Heiland. Er hat sie halt nicht auf Distanz gehalten. Er ist auf sie zu, hat sie berührt. Sei rein. Oder glaubst du, dass ich kann? Aber er hat selten, er hat es auch hier und da gesagt, ich will, sei rein. Aber Mama hat er immer gefragt, glaubst du, dass ich es? Und glauben wir? Nein! Wenn ein Bischof und Ding sagt, ihr dürft nicht mehr in die Kirche gehen, wenn du nicht geimpft bist. Und dass du Abstand haben musst von meiner. Und ich ver. Ja. Also. Ich wollte gerade sagen, gut, ich meine nicht den Mensch, aber ich verfluche das, was sie tun, dass sie den allmächtigen, allgewaltigen Gott in der Person vom Heiland mit einer Pinzette nehmen. Gott wird auch eine Pinzette haben. Das sind die Klauen Satans. Es ist unfassbar. Eins ist klar, die wissen nicht mehr, was sie in der Hostie haben. Dass es der leibhafte, lebende Heiland ist. Er will ja nicht, dass es zum Fleisch wird, denn wir sind doch keine Kannibalen, oder? Und da hat er das als Gott dieses Wunder gemacht, dass es doch Fleisch ist, sein Leben, aber wir können es geziemend zu uns nehmen. Sagt man nicht auch draußen, ich hab dich zum Fressen gern? Der Priester ist der, der taufen soll. Wenn ein Priester da ist, dann der Priester. Jetzt hat man irgendwo eine Taufe erlebt. Ist gut, dass ich nicht dort war. Und da hat der Priester gesagt, ich kann nicht taufen, nee. Die Vatermutter soll selber taufen. Der Priester daneben gestanden. Wo ist denn aber die Salbung? Hat es denn eine Salbung gegeben? In der Taufe gibt es noch eine Salbung. Wenn nicht, dann war es vielleicht evangelisch oder weiß ich was. Denn evangelisch besitzt zwei Sakramente gültige. Das ist die Taufe und die Ehe. Und
die katholische und orthodoxe Kirche hat 7 Sakramente. 7 Gaben des Heiligen Geistes. Eine Maske tragen, wenn ich zum Heiland gehe. Mein Gott, seht ihr, die Geimpften werden blöd langsam. Immer blöder und blöder im geistigen Sinne. Eine Maske, wenn ich zum Heiland gehe. Ja, ist denn das nicht mehr der Heiland, wo die Apostel erlebt haben? Ist doch derselbe. Und da muss ich eine Maske tragen. Ich habe gemeint, man geht zu ihm, um gesund zu werden. Nein, jetzt kann man krank werden, aber ab dem Heiland. Gell? Seht ihr, wie das sein? Ich werde sehen, diese Impfungen werden mit der Zeit bei euch, bei den Menschen, das Geistige langsam runter. Und intellektuell gar nichts mehr. Was hat denn der Heiland uns aufgetragen, uns Geistlichen? Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen. Aber wir dürfen ihn ja nicht berühren, oder? Denn mit der Berührung gebe ich die Gaben, die Gnaden dir. Es muss ja nicht immer so sein. Ich mache sehr oft hier und da einfach so, oder die Hand ist bei mir schon der Segen, den ich gebe. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, ist bei uns auch 2 oder 3 Mal geschehen. Treibt die Teufel aus. Oh, ja, das tue ich am liebsten. Ja, da sage ich so und. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es auch. Wieso der Messe und dann werden Opfer angezogen in der Kirche? Das war Nummer 1 bei mir. Ich habe gesagt, der Mammon hat hier nichts zu suchen. In der Kapelle drinnen. Draußen, so schwer es mir fällt, aber darauf bin ich angewiesen. Ich weiß, wir bauen ein ziemlich großes Gebäude. Ich tue es tatsächlich nur, Gott ist mein Zeuge, weil er es will. Es kommt eine Zeit, wo das voll besetzt sein wird. Es kommt eine Zeit, wo viele kommen und meinen, sie hätten das Recht. Und ich muss sagen, ich kenne euch nicht. Mehr kann ich nicht profitieren. Denn die Hölle wird losgelassen werden. Und die habe ich nicht zu fürchten.